Hallo Leute, wer Bashar nicht kennt, sollte sich Bashar anschauen. Der sagt immer so, follow your highest excitement, follow your highest joy. Er sagt excitement, das heißt, geh deiner höchsten Freude nach, übersetzt oder deiner ja, Freude eigentlich. Und das ist alles, was du im Leben brauchst. So, und ich habe jetzt aufgeschlüsselt, wie das alles funktioniert. Du hast im Endeffekt die Freude und die Sexualität liegt im Sakralchakra. Okay? Wenn du in die Richtung gehst, dann kommt automatisch auch Freude auf. Und das ist eigentlich, das gehört zu Follow Your Highest Joy, Folge deiner höchsten Freude, gehört das dazu. Das sagt nicht Bashar, sondern das habe ich so aufgeschlüsselt und jetzt wird mir das so total klar. Weil wer bringt sich am meisten um. Es sind Männer, nicht Frauen. Ich glaube, 80, 90% der Suizide sind Männer. Warum? Weil sie Freude und Sexualität in ihrem Leben nicht spüren. Und warum? Weil sie ihr Libido unterdrückt haben oder weil sie die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und ich sage so, das ist eigentlich total easy. Du musst einfach nur Entscheidungen treffen, die dir mehr Selbstermächtigung geben, was dein Libido angeht. Es ist super einfach. Das heißt, ich starte zum Beispiel momentan ein Projekt, was ich hier noch nicht announcen will. Ich starte ein Projekt, wo ich definitiv mehr Chancen für Freude und gleichzeitig auch Sexualität bekomme. Und es ist in Sachen Selbstermächtigung. Also ich habe die Kontrolle sozusagen dann darüber. Und wenn ich mich damit beschäftige und in die Richtung gehe, dann tue ich automatisch diese Energie aktivieren und komme automatisch in diese Sakralchakra-Freude rein. Das ist eben das ist so krass einfach und geil, wie ich gesagt habe. Mach einfach eine Entscheidung für Libido-Selbstermächtigung, dann heilst du dich nicht nur, sondern kommst automatisch in die Freude. Und dann kannst du im. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Es funktioniert. Und mir wurde das jetzt so richtig bewusst, dass das alles, das für mich ist wirklich so, dass sich alles anfängt, wie so ein Puzzlestück zusammenzusetzen und dass ich anfange, die Dinge zu verstehen. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist ständig Entscheidungen zu treffen, die dich limitieren oder unterdrücken oder in die falsche Richtung gehen von Libido-Selbstermächtigung. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, du als Mann gehst in die Arbeit, ja, sagen wir mal, die Arbeit ist nicht so interessant, du hast lauter andere Männer um dich herum, dann hast du eigentlich nichts anderes gemacht, als deine komplette Zeit abgegeben, in der du sonst Libido-Selbstermächtigung haben könntest, Freude und Sexualität. In der Arbeit wirst du keine Sexualität haben, Freude wirst du auch keine haben und dann kannst du nur hoffen, dass du ein bisschen Geld verdienst, damit du freitags irgendwie Fußball schaust oder samstags. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von Libido-Selbstermächtigung. Und jetzt, das klickt alles so für mich. Und dann kannst du auch gar nicht deiner Highest Excitement oder Freude folgen. Also in jeder Entscheidung, die du triffst, frag dich, gibt es mir mehr Libido-Selbstermächtigung oder weniger?